Hallo Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal Lars Reiter. Wir sind in Folge Nummer 6 von Walheim und zwar in der Hütte. Wir hatten letztes Mal draußen noch Fleisch gebraten und ja, jetzt ist das Feuer tatsächlich aus und wir haben auch kein Holz. Das heißt, wir würden uns jetzt um Holz kümmern wollen. Gucken wir mal, dass wir hier noch einen Baumstamm finden, aber stehen ja genug Bäume da. Was ist das hier? Kann man das ausgraben oder kriegt man das auch raus und gibt es dann da Holz? Nee, ne? Nee, das ist nur aufräumen, ne? Da ist ein Wildschwein. Wir müssten mal gucken, dass wir unseren Skill vielleicht fürs Bogenschießen verbessern, ne? 6. Ja. So viel zum Thema Skill Bogenschießen verbessern, ne? Das Wildschwein läuft wie bekloppt rumher und wir kriegen es nicht geschossen. Vielleicht jetzt nochmal? Nee. Das Schwein ist ziemlich wild, aber ich krieg's nicht hin. Gucken wir mal, ob wir vielleicht eine bessere Chance haben, wenn wir es mit einem Knüppel erschlagen, oder? Ist es da? Okay, ich glaube, wir haben es. Ist da vorne? Ne, ist ein Baumstamm, ne? Ist ein Baumstamm. Ja, Baumstamm ist ein gutes Thema, ne? Was haben wir hier? Eine Buche. Gut, das bedeutet. Die legen wir mal um, ein bisschen näher vielleicht gehen, dann treffen wir sie auch. Und ich sehe gerade, ihr habt noch gar kein Intro gesehen. Ne? So, da hattet ihr das Intro, während der Baum gefällt wurde. Hier war da auch noch ein Holz, ne? Genau. Und wo ist jetzt hier einer am Schrein? Der. Da ist er. Da haben wir ihn. Und wir machen weiter beim Holz. Zwischendurch mal so einen kleinen Feind können wir dann mitnehmen, ne? So. Aber Holz haben wir jetzt erst genug. Dann laufen wir mal gerade zurück. Machen das Feuer nochmal an. Das ist vielleicht ganz wichtig. Ich weiß jetzt nicht. Tun wir mal zwei da rein. Und dann gehen wir ans Wasser und gucken zu, dass wir für unsere Steinaxt hier ein Level up kriegen, indem wir dann schauen, dass wir da noch einen Feuerstein dazu kriegen. Ne? Vielleicht werde ich hier das Laufen gleich mal verkürzen für euch. So, dunkel ist geworden und wir sind am Wasser und hoffen, dass wir jetzt hier irgendwo ein paar Feuersteine finden. Hier sehe ich nichts. Natürlich bei dem Wetter auch schlecht zu sehen, ne? Das sind normale Steine. Da könnte einer sein, oder? Ja. Ist das auch einer? Ja. Ich glaube, drei brauchte man zum Leveln, ne? Das ist ein normaler Stein. Oh. Okay, der ist weg. Das war auch ein normaler Stein. Da ist, glaube ich, ein Feuerstein. Ja. Ich könnte was zu essen vertragen. Okay. Ist das auch ein Feuerstein? Ja. Okay, gehen wir, glaube ich, mal zurück. Ich habe jetzt Vierer, glaube ich. Was wollten wir?
Hier was essen, damit wir wieder voll werden. Ja, passt. Und vielleicht können wir noch ein Stück weiter nach da hinten gehen. Und gucken, ob wir da noch was finden. Das ist normale Steine. Ist hier noch was? Ne. Ist hier noch irgendwo Feuerstein? Hier ist ein Holz. Finden wir hier noch Steine? Nicht wirklich. Ist ganz schön dunkel hier. Ihr seht wahrscheinlich mehr wie ich. Ich dachte, da wäre ein Stein, aber war keiner. Ich höre schon so eine Nixe hier. Ich sehe nichts mehr. Das ist einfach zu dunkel. Ich glaube, ich gehe wieder zurück. Wir müssten ja auch zum Flicken da erstmal genug haben für die Axt. Allerdings werden wir definitiv gucken, dass wir dann noch ein Wildschwein oder zwei haben müssen, weil ich glaube, 3 Feuersteine und 2 Lederflicken sind dann das Level-Up für unsere Axt hier. So, das ist passend. Jetzt müssen wir hier hoch. Hier lang war das, glaube ich, irgendwie, ne? Zu unserer Hütte. So, sind wir hier richtig? Ja, doch, hier waren die Bären. Ich glaube, hier müssen wir hoch. Oder? Oder doch so laufen? Ja, ich glaube, wir sind schon hier auf der Lichtung gleich, ne? Oder? Ja, hier ist die Hütte, passt. So, dann heißt es in diese Richtung zu unserem Häuslein. Ich denke, wir kürzen wieder ab, ne? So, dann sind wir an unserem Häuschen. Und, ach, wir haben sogar Fleisch, okay. Ein Fleisch haben wir. Dann kochen wir das gerade, ne? Zisch mal schon. Abnehmen können. Wo haben wir das denn? Achso, ja doch, das war gleich am Anfang, haben wir das geholt, das Schweinchen, ne? Das wilde Schwein. So, du fängst an zu frieren, ja, wir gehen mal in die Hütte. So, wie sieht's aus mit unserer Truhe? Da ist nichts, da haben wir einen Lederrest und wir brauchen also an der Werkbank aufwerten. Für die Keule, für die Fackel. Feuersteinaufwertung brauchen wir 2 Leder. Wir haben nur 1, das heißt, wir müssen noch ein Wildschwein irgendwo her haben. Bogen wäre da 4, Keule müssen wir Knochen haben. Warte mal, Knochen haben wir doch irgendwo in der Truhe, oder? Ah, 3 und wir brauchen 5, okay. Das heißt, wir müssen da noch ein bisschen was werden. Hier ist nichts drin, ne? Oder? Na, den Harz können wir mal darüber bringen. Okay, da ist noch ein 5. Feuerstein. Aber irgendwo draußen höre ich gerade jemanden, ne? Ich gehe mal raus. Und... So, da haben wir dich schon erwischt. Der war der einzigste, ne? Oder? Ja, glaube ich schon. Da hinten läuft auch noch einer rum. Okay, fängst an zu frieren, ja. Weil wir nicht neben dem Feuer stehen, ne? Ist da noch irgendwo einer? Glaube nicht, ne? Oder? Nein. Gut, jetzt müssten wir ein Wildschwein finden, ne? Aber ich glaube, wenn es dunkel ist, ist das etwas schwierig, oder? Wir haben noch 10 Stunden ausgeruht. Uns ist aber kalt. Ich weiß nicht, ob das was jetzt hier bringt, durch die Gegend zu laufen bei der Dunkelheit dann.
Nixenschwanz, okay, den nehmen wir mal mit. Das ist ja auch, glaube ich, was man essen kann, oder? Irgendwo war hier doch noch was. Da ist da noch was zu finden. Da geht noch sowas hoch. Harz. Haben wir auch aufgenommen, naja. Ja, hier sehe ich jetzt nichts. Da ist auch niemand. Irgendwo muss ja hier einer sein, der bellt. Vielleicht kriegen wir ja mal irgendwann Hirsch vor unserer Flinte, beziehungsweise vor unserem, sag schon, Bogen. Ich sehe niemanden. Ich höre ihn ja hier irgendwo, ne? Aber irgendwo ist er hier. Aber wo? Den jetzt mit einem Schuss? Tatsächlich, oder? Lederhosen, ich kann Sachen herstellen. Hirschfellumhang. Wow. Hätte ich nicht gedacht, mit einem Schuss den Hirsch zu haben. Ja, da lang geht's nach Hause. Wir gehen erstmal in die Hütte, weil wir freuen uns so tierisch gerade darüber. Wäre schön, wenn es jetzt hell werden würde. Da hinten läuft auch irgendwer gerade, habe ich gesehen. Ein Wildschwein oder was? Sieht nach einem Wildschwein aus, oder? War das ein Wildschwein? Da ist es. Ja, ist ein Wildschwein. Ein wild gewordenes Wildschwein wohl. Aber ich glaube, das wird schwierig, das zu kriegen, oder? Noch eins. Sind sie weg? Ne. Hol mal den Knüppel aus dem Sack. Ich glaube, die machen wir besser so. Und sinnigerweise. Eins nach dem anderen. Ich sehe das zweite jetzt nicht, ey. Da kommt's. Leider doch auch ein Dingens gekriegt. Ich glaube, jetzt könnte es sein, dass wir genug haben Material, um etwas aufzupuschen. Aufwerten. Wir könnten den Feuer. Da fehlt uns jetzt ein Lederfetzen noch. Dann können wir den Bogen verbessern. Keule wären Knochen nötig. Hammer wären Steine nötig. Aber die Steine müssten wir eigentlich in der Truhe drüben haben. Dann sollten wir das vielleicht mal gerade machen, oder? Hol die mal da rein. Kann es sein, dass wir dann super andere Sachen auch noch kriegen? Aufwerten. Hammer. Ach so, Level. Ja, wir reparieren erstmal alles. Und die Axt werden wir jetzt auf in Level 3.
Den Hammer wäre zwar auch noch schön gewesen, aber hier, da fehlen uns benötigte Ausbaustufe. Okay, aber ich weiß nicht, wie man die Ausbaustufe... Die Werkbank muss man ja irgendwie verbessern können, ne? Aber das wäre ja jetzt auch nicht das Problem. Da könnte man ja jetzt mal gerade schauen, ne? Wahrscheinlich muss man die anderen Dinge ja mal machen, ne? Holzklotz. Level up vom Holzklotz. Ne, ich glaube, das machen wir gerade mal nicht. Aber das hier, Gerbgestell. Ich glaube, das sollten wir mal bauen. Und Möbel, was haben wir hier? Läufer, Hirsch. Hirschläufer. Ne, den will ich jetzt aber nicht wirklich dafür vergeuden, in Anführungsstrichen. Bauen wir hier. Was kann man denn? Ist hier mehr? Ich glaube, da ist nichts mehr. Aber hier das Gerbgestell, da sollten wir mal drüber nachdenken, oder? Aber da unten blinkt es wie verrückt für das Gerbgestell. Das heißt, wir brauchen ganz viele Lederreste. Wir brauchen Feuerstein, Holz. Okay, das hat sich gerade erübrigt. Und hierfür brauchen wir auch ganz viel Feuerstein, um das abzulösen. Leveln. Ich glaube, das ist erstmal nix. Floß bauen. Oh, vier Fälle brauchen wir dafür. Also kannst du das schon mal definitiv vergessen, ne? Knüppel aus dem Sack wird auch nichts werden. Truhe einmal öffnen und reingucken. Kann man das hier eigentlich zerlegen irgendwie oder sowas? Weiß ich gar nicht, ne? Weil das brauchen wir jetzt nur wirklich nicht so viel. Da sind nur drei von da. Okay, da können wir erstmal einen von essen. Und hier können wir auch einen von essen. Und was haben wir noch? Oh, hier gibt es sogar Hirschfleisch. Okay, das bedeutet, wir müssen das mal gerade hier ans Feuer bringen und braten. Und ich würde aber auch sagen, die Folge können wir dann beenden. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.